liebe Münchnerinnen und Münchner, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute bei strahlendem Wetter hier auf dem Marienplatz begrüßen kann, in Vertretung des Oberbürgermeisters beim traditionellen Geldbeutelwaschen. Ich darf Sie auch vom Oberbürgermeister ganz herzlich grüßen. Sie wissen ja, er ist noch auf einer nicht ganz einfachen Mission in Vancouver und bemüht sich dort zusammen unter anderem mit Billy Bogner und mit Katharina Witt gute Stimmung für unsere Stadt zu machen, damit wir 2018 tatsächlich die Olympischen Winterspiele durchführen können. Also wie gesagt, ich soll Sie ganz herzlich von ihm grüßen. Wir haben heute hier in München ja das traditionelle Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen. Und das ist ein sehr alter Brauch, der auf das 15. Jahrhundert eigentlich zurückgeht. Und früher haben die Dienstboten ihre wirklich leeren Geldbeutel in diesem Brunnen gewaschen und wollten ihrer Dienstherrschaft damit eigentlich zeigen, der Geldbeutel ist leer, bitte macht ihn wieder voll. Und nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren hat der Thomas Wimmer, der ehemalige Oberbürgermeister, diesen Brauch für die Stadt München eingeführt. Weil er gedacht hat, gut, wenn wir auch ein bisschen waschen, vielleicht geht dann auch was rein in diesen Geldbeutel. Ich habe ihn hier dabei, ein ganz großer, auch schon ein sehr alter Geldbeutel. Und Sie wissen ja, nichts gewiss weiß man nicht. Also ob es was nutzt für den Stadtsäckel, das ist uns nicht ganz so klar, den vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, die heute hier sind, auch dem Stadtkämmerer, der heute eigentlich mit die wichtigste Person ist, weil er nämlich die Hand auf den städtischen Finanzen drauf hat und immer aufpasst, dass wir das Geld auch richtig ausgeben. Ich hoffe, das tun wir auch. Aber es wird nicht einfacher in der momentanen Situation. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Waschen des Geldbeutels heute zumindest so viel bringt in diesem Geldbeutel im Stadtsäckel drin, dass wir alles das, was Ihnen, liebe Münchnerinnen und Münchner, an unserer Stadt gut gefällt, was Ihnen lieb und teuer ist, dass wir das auch als städtische Infrastruktur beibehalten können, auch wenn die Zeiten, das muss man wirklich sagen, finanziell in der Tat härter werden. Und das ist leider nicht selbst verschuldet von der Stadt München oder von anderen Städten, sondern das hat mit ganz anderen Dingen zu tun, die Sie alle kennen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt dann zu diesem Geldbeutelwaschen schreiten. Wie gesagt, an meiner Seite der Kämmerer, in der Hoffnung, dass wir also das wirklich so waschen, dass vielleicht daran wieder was reinkommt und Platz hat. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dem vielleicht ein bisschen anschließen könnten. Ich sehe da drüben schon ein paar, die ihre Geldbeutel auch schon gezückt haben. Also, wie gesagt, wir wissen nicht, ob es was nutzt. Das ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Aber schon tut es eben auch nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Und wie gesagt, wir schreiten jetzt zum Waschen in der Hoffnung, dass der Stadtsäckel voll bleibt. Vielen Dank. Thank you.